Herzlich willkommen zu meinem überarbeiteten Kursangebot zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. Mein Kursangebot reicht vom Office-Führerschein oder dem Computerführerschein bis hin zu fortgeschrittenen Kursen zum Thema rund um die Microsoft-Produkte. Bisher habe ich meist mit den Materialien des Herd-Verlags gearbeitet, die sind sehr gut. Aber gerade beim Thema Datenschutz, da ist die letzte Auflage 8 Jahre alt. Das heißt, die stammt aus dem Jahr 2016. Und damit kann man dann nicht mehr das Aktuelle, was Bedrohungen betrifft, vermitteln. Zum einen gab es damals noch kein KI, keine künstliche Intelligenz, kein Quantencomputing und die Datenschutzgrundverordnung, die war 2016 auch noch nicht in Kraft. Ich möchte mich aber zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Konrad Rennert und ich stelle dieses Angebot vor. In meinem Leben habe ich viel erlebt, zum Beispiel wie die Technik immer mehr unseren Alltag bestimmt. Mit dieser Entwicklung wächst aber auch die Notwendigkeit, den Schutz unserer persönlichen Daten und die Sicherheit der digitalen Umgebung ernst zu nehmen. Mein Kursangebot zielt darauf ab, Ihnen nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern auch praktische Fähigkeiten für den Umgang mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen bezüglich des Datenschutzes und der Datensicherheit. Deshalb habe ich hier auch, das ist jetzt hier verknüpft, ihr seht das Pluszeichen und daneben steht Prompt Engineering, da habe ich dann beschrieben, wie das, was ich hier in den Kapiteln zusammengefasst habe, eigentlich nur dazu dienen soll, damit ihr damit eure Anforderungen an moderne, an aktuelle Informationen zu formulieren. Prompt Engineering, das heißt, wie bekomme ich das hin, dass ich mit diesen Informationen, diesen kurzen Informationen, möglichst aktuelle Quellen genannt bekomme, um hier über die Bedrohung im Internet zu informieren. Das, was ich jetzt in der Folge liefere, das ist in 5 Kapitel unterteilt. Jedes Kapitel baut auf dem vorigen auf und behandelt ein eigenständiges Wissensgebiet. Ich starte mit den Grundlagen der Datensicherheit, um dann auf fortgeschrittenere Themen zu wechseln und natürlich auch die Schutzmaßnahmen, die angeraten sind. Um sicherzustellen, dass das Wissen über Datenschutz und Datensicherheit schon auf einem ziemlich kompletten und neuen Stand ist, beinhaltet jeder Abschnitt am Ende 10 Fragen. Das heißt, wenn das Bild am Anfang gezeigt wird, gibt es die Zusammenfassung. Ein paar Sekunden bzw. Musiktakte später kommt dann am Ende des Bildes das Quiz mit den 10 Fragen. Diese Quizze dienen auch dazu, euer Wissen zu überprüfen und auch euch auf kommende Herausforderungen vorzubereiten. Ein wichtiger Aspekt des Kurses ist auch das Bewusstsein, dass jeder Wischer über den Bildschirm oder jeder Klick mit der Maus digitale Spuren hinterlässt. Es ist wichtig zu lesen, zu analysieren und zu interpolieren, was kann da in Zukunft als Bedrohung auf uns zukommen. Und das betrifft natürlich auch mich, wenn ich hier ältere Lehrmaterialien habe und das Wissen daraus. Ich muss mit dem, was ich da schon gesammelt habe, Informationen, Rückschlüsse ziehen. Was kann denn da in Zukunft oder was ist da jetzt schon eine Bedrohung? Weil das Material, was ich kenne, ist ja nicht das aktuellste. Ich sagte ja, schon ein paar Jahre alt. Und mit den Möglichkeiten aus dieser Gliederung, die ich da noch im Kopf habe, und der Möglichkeit mit Hilfe von KI, da nenne ich den Copiloten oder auch ChatGPT, die sollen mir dann sagen, was ist denn, wenn ich diese Bedrohung hier bespreche, was ist da wichtig, wenn es um aktuelle Dinge geht. Diese Kombination aus alten Stichworten und neuen Technologien, die befähigt uns dann, informierte Entscheidungen zu treffen, um unsere digitale Präsenz und unser Verhalten im Internet sicher zu gestalten. Ich lade euch also ein mit diesem Video und das funktioniert dann am besten auf meiner WordPress-Webseite oder einer Moodle-Plattform in der interaktiven Version mit H5P. Das basiert aber auf einem YouTube-Video, wo die Anregungen, die ihr vielleicht habt,
Die könnt ihr da in den Kommentaren hinterlassen, aber die Funktionalität gibt es nur im Zusammenhang mit H5P auf der Website oder auf einer Moodle-Plattform. Kursteilnehmer, die meine Materialien dann, weil sie vielleicht Lehrer oder Lehrende sind, wenn sie die nutzen wollen, die bekommen sie als Kursteilnehmer natürlich auch. Die können sich runterladen und können die dann nach eigenem Ermessen ausbauen. Das ist also ein kleiner Bonuspunkt, um in meine Kurse zu kommen. Ja, das war's, was ich hier als Vorbemerkung leisten wollte. Gleich gibt's ein paar Takte Musik, dann kommt das erste Kapitel mit der Zusammenfassung und anschließend die Fragen und das passiert dann im Wechsel.